Die heutige Aktie wird von JP Morgan als overrated geführt. Die Analysten sind sehr, sehr positiv. Wir hingegen sehen das Ganze etwas kritischer. Mit Marken wie Fanta, Sprite, Fuze Tea, Georgia oder der klassischen Coca-Cola weißt du vermutlich jetzt schon, welches Unternehmen heute dran ist. Ja, es ist Coca-Cola. Coca-Cola produziert, vermarktet und verkauft weltweit verschiedene Getränke und auch Lizenzen. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Aktie etwas genauer an, werfen wieder einen Blick drauf, wie die Aktie kaufen würden. Und ja, wir sind da etwas kritischer als die Analysten. Schauen uns auch mal die Performance von Coca-Cola bei unserem im Depot an. Und ja, die ist leider mal negativ. Was Shell positiv gemacht hat gestern, macht Coca-Cola leider erstmal negativ. Wir werfen einen Blick auf die Kennzahlen und geben einfach eine kurze Einschätzung ab. Das Ganze machen wir momentan mit allen Aktien im Rahmen von dem Adventskalender. Wenn du also die anderen Aktien bei uns im Depot einmal im Detail dir vorgestellt oder vorstellen lassen möchtest, dann abonnier doch gerne den Kanal, lass einen Daumen hoch da und wenn du kommentierst, hast du auch die Chance am Gewinnspiel teilzunehmen. Coca-Cola, wir haben uns jetzt hier mal die deutsche Aktie bzw. den Börsenplatz der Xetra ausgewählt, dass wir die Kurse auch in Euro haben. Und du siehst es oben, aktueller Kurs von 54 Euro, zumindest mal ungefähr. Und die Dividendenrendite bei 3,14%. Das Ganze geht auf eine Geschichte zurück, die vom Jahr 1886 angefangen hat. Einer der größten Aktionäre ist Berkshire Hathaway mit Warren Buffett. Er hält 400 Millionen Anteile, zumindest nach dem letzten Stand, den wir gefunden haben. Und das Ganze sind ungefähr 9-10% von der gesamten Firma Coca-Cola. Ja, ansonsten können wir hier erstmal das Ganze ein bisschen fortschreiben. Wir haben ja ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, der etwas günstiger ist. Das schauen wir uns aber dann gleich im Detail mal etwas an. Wir haben hier verschiedene Wachstumszahlen. Ja, die Gewinnspanne ist nach wie vor auf einem relativ guten Niveau mit über 22%. Da lässt sich definitiv nicht meckern. Und auch hier regional, die Umsätze werden tatsächlich ja in Amerika global, wobei hier global natürlich die kleineren Märkte sind, aber auch in Afrika, Europa, Lateinamerika, Europa. Also die werden überall global durchweg erzielt. Ja, die Statements, und da wird es schon erstmal etwas interessanter, denn wir haben ja ein Unternehmen, was mit dem Gesamtwachstum doch relativ konstante und schwankungsarme Zahlen ausweisen kann. Natürlich ist der Umsatz immer das eine. Wenn wir uns den Bruttogewinn, das Betriebsergebnis anschauen, sind die ebenfalls ziemlich stabil, was natürlich für eine Aktie in einem relativ konservativen Depot erstmal schön ist. Wenn wir uns jetzt hier parallel dazu mal KGV, KUV anschauen, sehen wir, dass die Aktie nie wirklich günstig ist, mit dem KGV immer über 20, aber unter 30 ist, ja, man zahlt hier schon ein gewisses Premium für die Aktie. Momentan wieder etwas günstiger mit 22, allerdings liegt das natürlich auch an dem Chart, der etwas zurückgekommen ist. Das können wir uns hier vorne noch einmal kurz anschauen, denn ja, auf Jahressicht, wir hatten es eingangs erwähnt, 11% ging es hier nach unten und das ist natürlich auch ein Grund für das etwas reduzierte KGV. Allerdings ist es immer noch nicht wirklich günstig. Wenn wir uns hingegen mal das Kurs-Cashflow, Kurs-Umsatzverhältnis anschauen, sind auch die etwas zurückgekommen. Das heißt, das Unternehmen muss hier einfach ein bisschen langfristig schauen, ob es mit neuen Marken oder mit Preissteigerungen hier wieder dagegen spielen kann, dass natürlich auch der Kurs, die Gewinne, die Erwartungen ans Unternehmen wieder etwas steigen können. Die Dividenden, und das ist natürlich für Cashflow-Investoren immer ein Punkt, der sehr wichtig ist, die sehen hier ziemlich gut aus. Im Jahr 2020 ging das Ganze absolut mal etwas nach unten. Die Höhe lag aber immer ungefähr bei 3%. Wir sehen es hier 3,23%, fast 3%. Auch hier fast 3%, 2,8% und aktuell erwartet von 2,77%. Das heißt, ungefähr 1,60 Euro, 1,70 Euro ist auch die Erwartung für die nächste Zeit. Wir haben ein Unternehmen, was quartalsweise ausschüttet und der nächste Zahltag ist hier Mitte Dezember, am 15. Dezember. Im letzten Dividendenvideo hatten wir euch ja schon mal ein paar Aktien aufgelistet und das waren gar nicht so wenige, die uns am 15. Dezember eine Dividende auszahlen. Bevor wir jetzt auf die Prognose und dementsprechend auch auf die Einschätzung des Unternehmens kommen, werfen wir mal einen Blick auf die Performance von Coca-Cola bei uns im Depot. Und da müssen wir etwas nach unten scrollen, denn Coca-Cola lief
zumindest charttechnisch gesehen, gar nicht so gut. Hier die 11% im letzten Jahr. Davor war Coca-Cola in der Gewinnzone und bei uns auch leicht im Plus. Momentan mit ungefähr 12,4%, 12.400 Euro im Negativen. Die Dividenden, die wir seither erhalten haben, die belaufen sich bei 3.500 Euro, macht aber auch unterm Strich immer noch einen Verlust. Aber Coca-Cola bringt einfach Sicherheit rein, ist eine der Must-Have-Aktien, zumindest wenn ihr Dividendeninvestoren fragt. Und ja, dementsprechend haben auch wir Coca-Cola mit dabei. Aber vielleicht ist Coca-Cola eine der Kandidaten, die wir nächstes Jahr mal auf die Abschlussliste schieben und uns das Ganze einfach etwas genauer angucken. Warum denn das Ganze? Der Chart sieht doch ganz gut aus, zumindest langfristig. Ja, das kann man so sehen. Allerdings ist hier erstmal die Konkurrenzsituation anzumerken. Wir haben zwei große Konkurrenten, zumindest zwei, die wir uns erstmal angeschaut haben. Das ist einmal Diageo. Hier ist natürlich der Fokus eher auf den Bereich der Spirituosen. Monster Beverage kennt man auch. Monster Beverage macht ein bisschen ähnliches Marketing, hat aber auch ein etwas geringeres Produktsegment. Und PepsiCo. Und PepsiCo hat einen großen Vorteil, dass natürlich hier nicht nur Getränke dabei sind, sondern auch noch Speisen, Chips zum Beispiel, Lay's ist eine Marke von Coca-Cola. Hier also eine gewisse Konkurrenzsituation. Ja, und wenn wir uns den Chart jetzt hier einmal längerfristig anschauen, sehen wir eigentlich einen schönen Aufwärtstrend, zumindest hier seit dem Corona-Tief. Das war ganz gut. Wir haben auch die aktuellen Höchststände von vor Corona mal wieder rausgenommen, aber auch noch nicht signifikant überschritten. Und wenn wir uns das jetzt mal mit den Prognosen der Analysten anschauen, dann sind die hier doch sehr, sehr positiv. Und warum das Ganze? Ja, das Unternehmen hat selbst die Prognosen angehoben für das letzte Quartal, also auch für das Gesamtjahr 2023. Und hier geht man sozusagen von extrem guten Ergebnissen aus. Ob das Ganze wirklich so eintrifft, das müssen wir uns dann mal anschauen. Momentan sind die Zahlen halt ein bisschen auf Stagnationskurs. Das heißt, hier passiert relativ wenig. Die Konkurrenz mit PepsiCo und natürlich auch die News mit Abnehmspritze und Co. drücken hier etwas auf den Kurs. Das heißt, hier würden wir aktuell keine neue Position aufbauen. Wir würden hier erstmal abwarten, wie sich das Ganze langfristig wieder entwickelt. Und dann kann man hier natürlich immer nochmal einen Fuß in die Tür stellen, wenn man das nicht eh schon hat, weil ja, Coca-Cola ist vermutlich eins der Unternehmen, die in den meisten Depots schon zu finden sind. Insgesamt ist Coca-Cola für uns also maximal eine Halteposition, muss es auch mal geben. Wir kommen im Laufe des Adventskalenders auch noch auf Aktien, die wir vermutlich wirklich zeitnah verkaufen wollen und müssen. Wir hatten dieses Jahr schon ein paar Aktien verkauft, Medical Properties Trust war eine der Aktien. Wir warten hier immer gerne erstmal etwas ab, wie sich die Unternehmenszahlen wirklich entwickeln. Das heißt, wir gehen im Zweifel auch wirklich mit etwas Verlusten aus der Geschichte raus. Aber in einem Buy-and-Hold-Depot ist das Ganze nun mal so. Da muss man nicht jeden Tag handeln. Und ja, wer uns kennt, ihr wisst, das machen wir auch nicht. Ja, die nächsten Aktien werden erstmal wieder spannend. Wir haben als nächstes auch eine Aktie dabei, die doch schon ordentliche Fehler lassen musste, aber extrem, extrem günstig bewertet ist. Warum sie trotzdem nicht nach oben durchstartet, das schauen wir uns dann gemeinsam an. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist und lass uns gerne noch den Daumen hoch, deinen Kommentar und dein Feedback da.